Some say that life is just a great adventure, that all there is to know is what you see. Per Anhalter über die Wasserwege. Ein Versuch von Schriftsteller und Musiker Auke Holst. Mal gegen den Strom, mal flussabwärts, aber immer in eine Richtung. Von Amsterdam nach Odessa. Bis nach Ketzin an der Brandenburger Havel hat Auke es schon geschafft. Ein paar Kilometer vor Berlin. Ich habe mich mit einem Havelfischer verabredet. Mich interessiert, wie er arbeitet. Es ist früh am Morgen. Die Havel ist noch menschenleer. Nur eine kleine Fähre und mein Fischer. Herr Olaf. Moin Jens. Alles klar? Jo. So, da ein bisschen was für dich. Sieht er gut aus. Alle. Genau. Ist da wieder was für die Küche? Ja, wunderbar. Ja, und frei. Zander, wie sieht's da aus? Im Moment schlecht. Ja? Vielleicht kriege ich noch was, ich bin ja erstmal unterwegs. Ah ja, wenn du zurückkommst, kannst du ja. Genau. Alles klar. Dann halte ich nochmal an. Gut, dann sehen wir uns. Alles klar, Olaf. Bis dann. Nachdem der Fischer Ware bei seinem Stammkunden angeliefert hat, kann ich an Bord. Der Mann am Ruder heißt Christian Thierling. Er ist seit 11 Jahren Havelfischer. Ursprünglich war er Straßenbauer. Doch dann erbte er von seiner Urgroßmutter ein Fischereirecht. Nach 2 Jahren Umschulung begann er mit kleinen Reusen als Berufsfischer. Alles musste er sich mühsam erarbeiten. Doch bereut hat er es nie. Die Fischer fahren täglich ihre Reviere an. Diese sind markiert und müssen von den anderen respektiert werden. Die Haupteinnahmequelle für Christian Thierling ist der Aalfang. Doch es gibt viele Fischarten in der Havel. Bei den Restaurants begehrt sind vor allem Damit andere Boote nicht in die Reusen fahren und sie beschädigen, hat Christian Thierling an den Stangen Fähnchen angebracht. Oh, ein Zander. Wird sich Olaf freuen. Zander. Auch ein Zander, aber zu klein. Zu klein? Lass mal wieder rein. Eine Welt. Oh. Kaufen Sie alle Fischer? Kauft Olaf alle Fische? Das meiste. Ja? Ja. Macht es immer Spaß? Nicht immer. Wenn es regnet, nicht. Nein. Nie gedacht, ich gehe am Land im Büro arbeiten? Nee, das wäre kein Job für mich. Nein? Den ganzen Tag 4 Wände und der Chef in der Nähe? Nee. Chef in der Nähe? Ne? Ja, muss nicht sein. Ja. Und ich lieber selber Chef und hier draußen. Der Beruf wird aussterben. Ja? Ja. Es sind nicht mehr viele, die Fischer lernen. Aber Leute essen Fisch. Ja, Leute essen Fisch. Aber viel alles aus der Zucht. Mhm. Aquakultur. Aquakultur, das wird das übernehmen. Der Weg von Ketzin weiter nach Osten führt durch eine ausgedehnte Fluss- und Seenlandschaft.
Von der Ruhe der Havel ins Zentrum Berlins. Touristenschiffe wie auf einer Perlenschnur. Dazwischen Frachtkähne und Freizeitboote. All dieser Verkehr. Kommt es da nicht zu Unfällen? Wie wird das geregelt? Ich frage die Wasserschutzpolizei, die mir freundlicherweise anbietet, sie auf ihrer täglichen Runde durch das Stadtzentrum ein Stück zu begleiten. Welche Art von Kriminalität gibt es am Wasser, auf dem Wasser? Ja, alles Mögliche. Also man kann es fast eins zu eins übernehmen. Die Sachen, die wir an Land haben, die haben wir auch am Wasser. Nur, dass es hier halt auf einem anderen Element passiert. Wie ich schon gesagt habe, wirklich, wir haben Raubüberfälle, wir haben Alkoholdelikte, wir haben Schiffsunfälle, wir haben Diebstähle von Außenbordmotoren, Diebstähle von Motoren. Wir haben Leute, die sich in einigen Sachen nicht einig sind und es dann mit den Fäusten klären wollen. Also wirklich alles Mögliche. Die gesamte Palette, die es an Land gibt, gibt es auch hier am Wasser. Das Wasser verbindet. Auf der Straße, ob eine Straße einen Streifen Asphalt jemanden verbinden kann, ist fraglich. Wasser ist das natürliche Element. Das gibt es schon seit Millionen von Jahren. Und man merkt schon, dass der Umgang der Leute hier gelassener ist, ruhiger ist, hilfsbereiter. Ja. Dass wenn jemand in Trouble ist, in Ärger bekommt, dass dort die Leute sich gegenseitig mehr helfen. Das Lebenstempo auf dem Wasser ist ganz anders. Komplett. Ruhiger. Ich denke, dass das Wasser auf ihrer Tour, die sie machen, erleben sie bestimmt auch, dass Wasser auch was Mystisches hat. Ja. Und gerade dieses Mystische auf dem Wasser hat auch damit zu tun mit dem Ruin. Wer einen Sonnenaufgang im Nebel auf dem Wasser schon mal erlebt hat, der weiß, wovon ich spreche. Die Fahrt geht direkt durch das Regierungsviertel mit Kanzleramt. Bundeskanzleramt. Bundeskanzleramt, ja. Von hier aus führt Frau Merkel ihre Geschäfte. Gibt es besondere Sicherungen für die? Ja, wir von der Wasserseite, ja. Wir achten sehr stark drauf. Und dann von Land aus ist die Bundespolizei für zuständig. Und wir sehen sehr oft Kollegen hier Streifen laufen. Und mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen. Über die Sicherheitsmaßnahmen. Top secret. Ja, sozusagen. Über diese nicht öffentliche Brücke erreicht die Kanzlerin ihren Hubschrauberlandeplatz. Das Wasser schweigt. Die Spree ist mit Sicherheit auch Müllschlucker, wie unsere Grachten in Amsterdam. Jeder erdenkliche Schrott, den der Mensch nicht mehr braucht und loswerden will, landet im Fluss. Was findet man im Wasser? Wir finden sehr viele Geldschränke, Tresore. Immer leer? Wenn er nicht gerade leer ist, dann haben sie ihn nicht aufgekriegt und dann schmeißen sie ihn ins Wasser, um die Spuren zu verwischen. Ah ja. Weil dann kann man keine Fingerabdrücke mehr nehmen. Und 70-80% sind aufgebrochen und leer. Aha. Und der Rest ist noch verschlossen. Und wir kriegen ihn auch nicht auf. Nein. Hinter dem Reichstag geht es in Richtung Stadtmitte. Doch hinter der nächsten Brücke wartet auf die Beamten eine Aufgabe. Sie müssen anlegen und ein Boot kontrollieren.
Was passiert? Wir haben eine kleine Ordnungswidrigkeit. Zwei Holländer, die dachten, man darf überall anlegen. Doch in Berlin ist das anders. Privatpersonen dürfen in der Stadt nicht einfach irgendwo ihr Boot festmachen. Ja. Dirk, wir können ja übersetzen. Sollen Sie hier übersetzen? Ah ja, wir haben hier jetzt. Hallo. Hoi. Ich bin Hollands. Ich bin holländisch. Müssen wir weg? Ja, ich befürchte, weil ihr sonst ein Bußgeld bekommt. Ist das Ihr erstes Mal in Berlin? Erste Mal hier? Das erste Mal hier? Ja. Frühstücken Sie noch zu Ende? Ja. Ja, Frühstück mal zu Ende. So viel Zeit muss sein. Frühstück ruhig zu Ende und dann. So viel Zeit muss sein. Sie sind mündlich verwarnt, kostet kein Geld. Nächstes Mal gucken Sie besser, legen dann nicht hier an. Ne? Dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Weiterfahrt. Ja, danke schön. Viel Spaß noch. Das ist das historische Stadtzentrum mit Museumsinsel und Fernsehturm. Wir fahren weiter bis zum Osthafen. Hinter dem Zentrum ist die Entwicklung an den Ufern sichtbar. Modernisierte Fabrikgebäude mit Büros und Hotels und Ruinen, die darauf warten, zu Lofts zu werden. Alles ist in Bewegung. Alle wollen ans Wasser. Hier leben und arbeiten. Ich suche eine Übernachtungsmöglichkeit. Willst du ein Zelt oder ein Zimmer? Ihr habt ein Zelt auf einem Schiff? Wir haben Zelte auf einem anderen Schiff. Oh. Neben diesem. Kann ich das sehen? Natürlich. Danke. Die junge Frau heißt Deborah und kommt aus Italien. Auf dem Hotelschiff arbeitet sie, um sich ihren Berlin-Aufenthalt zu finanzieren. Ich liebe Berlin. Ich möchte hier bleiben. Lernst du Deutsch? Ja, ich lerne Deutsch. Es ist nicht so leicht. Ich versuche es. Es ist schwer. Ja, es ist schwer. Sehr schwer. Ich zeige dir die Zelte. Ach, ihr habt Zelte in verschiedenen Größen. Ja, dieses ist für eine Person. Es kostet pro Nacht 15 Euro. Und das ist für zwei Personen und kostet 25 Euro pro Nacht. Gut, ich bin allein. Und man weiß ja nie, was passiert in Berlin, aber ich brauche wohl doch nur eins für eine Person. Ich nehme eins von denen. Auf einem Boot zu schlafen ist fast schon symbolisch, denn ich reise von Amsterdam nach Odessa auf Schiffen. Es passt also gut, auf einem Schiff zu schlafen. Ja, das ist sehr schön. Ist das ein letztes Stück der Mauer? Ja, es gibt noch einen Kilometer der Mauer. Die Mauer am Ufer ist die sogenannte East Side Gallery, eine dauerhafte Open-Air-Präsentation von Graffiti auf dem längsten noch erhaltenen Stück Berliner Mauer, entlang der Spree zwischen Ostbahnhof und der Oberbaumbrücke. Oh, das ist schon gemacht. Schön. Ja, es ist schon fertig. Es ist recht groß für eine Person. Das wäre auch gemütlich zu zweit. Ja, sehr gemütlich. Media Spree, eines der größten Investorenprojekte der Stadt, brachte am ehemaligen Osthafen hippe Medienunternehmen an den Fluss. Für die einen das Beispiel, wie sich Berlin entwickeln sollte, für die anderen der Ausverkauf der Stadt an eine konventionelle und langweilige Architektur,
durch die viel der urbanen Lebendigkeit verloren geht. Ich will wissen, was sich seit der Maueröffnung verändert hat und wie es weitergeht. Dazu treffe ich Eberhard Elfert. Er ist Historiker und Stadtführer. Er begleitet alternative kulturelle Projekte und er ist ein guter Kenner der Stadtentwicklung. Doch dann wird er abgelenkt von Touristen, die sich hierher verirrt haben. Kennt ihr euch hier eigentlich aus? Wisst ihr, was das hier alles ist? Wie, wollen Sie das mal erklären? Oh, ich würde es euch gerne erklären. Ja? Ja, klar. Können Sie noch Englisch machen? Ah, nicht ganz so gut. Okay, dann übersetze ich. Ja? Wo ist die Ostseite? Ist es auf der Seite oder auf der Seite? Ich zeichne das mal auf. Hier haben wir die Spree. Ja, hinter uns. So. Und hier haben wir eine besondere Situation, dass hier die Mauer kam, an die Spree ran und dann entlang der Uferkante verlief. Das heißt, hier war West-Berlin. Wir befinden uns jetzt hier. Und die Ost-Berlin, Ost-Berlin. Das ist Ost-Berlin. Als sich die Mauer öffnete, war dies hier als Teil der Grenzanlage eine Art Niemandsland. Das nutzten die Leute aus der Techno-Szene und machten hier Party. Seine Stadt Reisenden erklären. Eberhard Elfert ist in seinem Element. Die Frage ist immer, wem gehört die Stadt, das Land, die Seele? Wem gehört die Stadt? Ja, wer ist die Stadt, muss man zurückfragen. Sind das Menschen, die in ihrem Garten sitzen wollen, in ihrer Eigentumswohnung? Sind das Leute, die in einer Laubenpieper, also Schrebergärtner, wohnen wollen? Wer sind die Menschen in der Stadt? Und wir haben Menschen, die sind kreativ. Die haben in den 80er Jahren in Kreuzberg Häuser besetzt. Und plötzlich war die Mauer offen und das war eine besondere Situation. Und die kreativen Leute sind in Freiräume hier im Ostteil der Stadt gegangen. Und da war über Jahre alles möglich, weil die Behörden sich erstmal aneignen mussten, die ganzen Vorschriften. Wir haben das damals Wilder Osten genannt. Es entstand eine sehr eigene Mischung aus Sub- und Hochkultur mit Clubs, utopischen Nischenprojekten, kleinen kreativen Firmen und Künstlern. Allen. Auch den normalen Anwohnern war eines wichtig, dass der Zugang zum Wasser für alle erhalten bleibt. Die Freiräume in dieser Stadt werden immer kleiner. Wir hatten das Besondere mit Öffnung der Mauer, dass plötzlich unendlich viele Flächen zur Verfügung standen. Und jetzt merkt man, wo fast alles bebaut wird, wo fast alles verplant ist, dass der Raum, der Freiraum, der Freiheit gibt, den Menschen hier fehlt. Und in Berlin sagt man, dass es, wenn es so weitergeht, dass das, was Berlin ausmacht heute, nämlich diese Freiheit, dass man hier einfach auf einer Fläche etwas tun kann, ohne dass es kontrolliert ist und ohne dass es Kapital bringen muss. Wenn Berlin das verliert, dann verliert Berlin eigentlich das, was diese Stadt ausmacht. Nicht arm, aber sexy, doch lebendig und für alle. Gibt es einen Weg, sich im Kleinen, vor Ort, gegen die Ökonomisierung zu behaupten? Lassen sich Kultur und eigenwillige Lebensentwürfe erhalten? Ein Ort, für den sich die Bürger erfolgreich gegen die große Verplanung zur Wehr setzten, ist das Tempelhofer Feld. An den Rändern des riesigen Areals wollte der Berliner Senat mit Investoren Büros und Wohnungen bauen. Doch es entstand eine Bürgerinitiative, um den ganzen Platz zu erhalten, wie er ist. Ein surreales Raumgefühl inmitten einer Großstadt. ...1923 wurde hier auf dem Flugplatz der Linienverkehr aufgenommen. Schon 1930 hatte Tempelhof mehr Verkehrsaufkommen als Paris, London oder Amsterdam. Dennoch wäre es ein normaler, x-beliebiger Flugplatz geblieben, ohne die russische Blockade West-Berlins vom Juni 1948 bis Mai 1949, als hier begonnen wurde, über 2 Millionen Menschen aus der Luft zu versorgen. Zeitweise starteten und landeten die Maschinen alle 90 Sekunden.
Nach dem Ende der Blockade wurde Tempelhof zum zivilen Flughafen West-Berlins. Und wieder zum Symbol, diesmal für eine Sehnsucht. Denn es war noch etwas Besonderes zu fliegen. Und die Flieger mit dem Pan Am-Zeichen brachten etwas weite Welt in die Inselstadt. Katrin? Ah. Hallo. Hallo, ich bin Katrin. Auke. Hallo, schön, dich kennenzulernen. Katrin Schwalen ist Diplombiologin und arbeitet im Berliner Projekt Basis Wissenschaft. Die Initiative will den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft fördern, ganz direkt. Katrin macht Führungen zur Geschichte und Bedeutung des Tempelhofer Feldes. Das Ende des Flugbetriebs kam im Herbst 2008 und ließ unzählige Ideen aufkommen, was mit dem 350 Hektar großen Areal geschehen sollte. Dieser Volksentscheid ist von einer Bürgerinitiative ausgegangen, die gesagt hat, das Feld soll so bleiben, wie es ist. Der Senat hatte diesen sogenannten Masterplan, wonach hier bis zu 10-stöckige Hochhäuser hin sollten. Und auf der anderen Seite in Neukölln auch. Das hätte bedeutet, das Mikroklima eigentlich für die gesamte Stadt hätte sich geändert. Und tatsächlich sind wahnsinnig viele Leute zur Wahl gegangen und haben dann eben abgestimmt, dass das Feld so bleiben soll, wie es ist. Und es ist jetzt gesetzlich festgelegt, dass dieses Feld nicht bebaut werden darf. Komm, lass uns mal ins Feld gehen, weil das ist einfach ein ganz wunderbares Gefühl. Je weiter man reingeht, desto stiller wird es. So. Wunderbar. Du hörst nicht mehr den Lärm von der Autobahn, du hörst nicht den Lärm von der S-Bahn. Und das ist ein bisschen eine andere Welt. Und es gibt eben ganz viele Orte auf dem Feld, wo du liegen und in den Himmel gucken kannst. Du bist ja mit einem Boot unterwegs. Und die Wolken, die bewegen sich ja eigentlich auch so langsam wie so ein Boot, oder? Für mich ist es mehr, als sei der Himmel der Ozean. Oder einfach die Wellen. Oder vielleicht Inseln. Auf einem Boot reist du langsam. Man hat Zeit zu beobachten. So wie in dem Feld hier. Du siehst einen Vogel und folgst seinem Flug. So lernst du den Vogel etwas kennen. Ich will weiter in Richtung Odessa. Dazu muss ich am nächsten Morgen zurück zur Havel und ein Schiff finden, das mich nach Polen bringt. Der ist mir entkommen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Darf ich etwas fragen? Bitte. Fahren Sie heute ab? Der steht hier still, der fährt überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nie? Nein. Das ist unser Vereinsschiff. Binnenschifferverein Gute Fahrt. Ich reise per Anhalter nach Odessa. Aber da fährt er nicht hin. Danke. Ja, gerne. Guten Morgen. Hallo. Kopftelefoon in. Hallo? Ja. Guten Tag. Alles gut? Alles gut. Fahren Sie heute ab? Nein. Nein? Wir sind vor 10 Minuten angekommen und wir fahren heute nicht mehr. Morgen fahren wir wieder. Ich muss nach Köstrin. Da komme ich nicht hin. Also das tut mir leid. Hier ist beieinander probieren. Gute Reise noch. Hallo, darf ich etwas fragen? Ja, gerne. Fahren Sie heute ab? Vermutlich nicht. Vermutlich nicht? Vermutlich nicht. So, was sind die Chancen?
Je nachdem, wenn wir Kundschaft haben, wir betanken Schiffe. Mhm. Ja, und dann bewegen wir uns irgendwo hier in unserem Radius, okay, und landen wieder hier. Okay. Ich reise per Anhalter nach Odessa. Da kommen Sie mit mir nicht weit. Nicht an. Danke. Sie noch einen Weg vor sich. Ah. Viel Glück. Ah. Danke. Und wieder die Erfahrung. Trampen heißt probieren. Immer wieder. Und irgendwann wird es schon klappen. All there is to know is what you see. Some say that we're reflections in the water. That's all we'll ever be.